Ich bin heute zu Fuß und mit dem Schiff am Wolfgangsee unterwegs und werde heute auf seltene Tierrassen treffen, Wiesenkräuter sammeln und über den Falkenstein wandern. Meine erste Begegnung für heute: Ziegen in einem Obstgarten mitten im Ort von St. Gilgen. Was habt ihr da für Rasse? Ja, das ist die Binsgauer Ziege, stammt von der Urziege ab. Mhm. Hat auch noch das typische Urverhalten. Also man sieht es jetzt, die sind sehr streng mit der Rangordnung. Wir haben einen Archehof daheim und wir haben uns auf seltene Rassen verschrieben und wir wollten auch unbedingt Ziegen haben und die hat uns einfach am besten gefallen. Unsere anderen Tiere sind alle auf der Alm. Mhm. Wir haben noch Binsgauer Kühe, wir haben Bustetaler Sprenzenkühe, wir haben noch alpine Steinschafe. Archehof wird man, wenn man mindestens 3 vom Aussterben bedrohte Rassen herdebuchmäßig züchtet. Warum ist dir das jetzt so besonders wichtig, so eure Tierrassen zu erhalten? Was liegt dir da am Herzen jetzt? Dass man die Artenvielfalt erhält. Also einfach, es gibt, die Rassen haben sich in den Regionen entwickelt über Jahrhunderte und irgendwann haben sie den ganzen Hochleistungsrassen weichen müssen. Und es ist einfach wichtig für die Generationen nach uns, dass man das ist einfach österreichisches Kulturgut. Wie ich ein Kind war, hat jeder Bauer Binsgauerrinder gehabt und irgendwann sind sie verschwunden. Und das war auch mit der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten noch am Hof, die kehren da einfach dazu, die kehren da in die Landschaft rein. Ja. Ja. Ja gut, dann will ich gar nicht mehr länger aufhalten, ihr darf noch ein bisschen futtern, gell? Ja. Wir schauen weiter. Okay, vierte. Da in St. Gilgen warte jetzt aufs Schiff, das bringt mich nach Fürberg und dort mache ich mich auf die Suche nach ganz besonderen Kräutern. 10 Minuten dauert die Fahrt bis nach Fürberg. Am Ufer gibt es auch einen Spazierweg, der direkt am See entlang geht. Ich kürze die Strecke heute aber etwas ab. Ich mache mich heute auf den Weg zum Falkenstein, während das Schiff weiter Richtung St. Wolfgang fährt. Am Wegesrand hat Christine Buchecker schon ein paar Kräuter gefunden. Das ist der Toast, der wilde Majoran. Voll gut. In der Küche, zum Würzen oder auch für Erkältungskrankheiten, voll cool. Mhm. Wo findest du deine Kräuter immer? In der Natur, eigentlich überall. Und wichtig sind halt für mich einfach wirklich die Inhaltsstoffe. Und es wächst bei uns zu viel. Es gibt so viele Sachen, die was unscheinbar sind. Ja, man glaubt immer, man muss das im Garten anpflanzen, dabei findet man es eigentlich überall, oder? Es ja, ist so, genau. Mhm. Das ist ja für dich dann eigentlich wie so eine Spielwiese, wo du überall dort und da was findest, oder? Du kennst dann eigentlich auch alle Kräuter. Nein, alle kenne ich nicht, aber ich kenne sehr viel und ich beschäftige mich halt auch sehr viel und gehe und schaue und tue. Im Spätsommer, Frühherbst, was gibt es überhaupt noch an Kräutern? Gibt es überhaupt noch viel? Ja, da gibt es schon noch Kräuter, aber da geht man vorwiegend auf Beeren, auf, wie zum Beispiel, da sehe ich gerade die Brennnessel. Auf die Brennnesselsamen. Auf die Samen? Die Samen, was ja. Was machst du mit den Samen? Die Samen, die tue ich trocknen. Boah, du greifst sie so an? Ja, gewusst wie. Ja, wirklich? Wie geht das? Man soll, also wenn da sind, ja, da sieht man die Brennhaare drauf auf die Blätter. Und wenn ich es gerade angreife, dann brennt es mich nicht. Also so? Genau. Die Samen sind voll super, die sind so ein richtiges Bauerfutter. Die gebe ich über den Salat oder über das Müsli. Dann startet man schon ganz fit in den Tag. Ich habe gar nicht gewusst, dass man die Samen auch essen kann. Jeder kennt die Brennnessel, aber ich glaube nicht, dass irgendwer oder wenige halt die Samen nehmen. Mhm. Boah, die sind voll aromatisch. Voll, gell? Und was haben die für Wirkung? Die Brennnessel, die ist ja entwässernd, die ist auch harntreibend. Bei der Frühjahrskur nimmt man es als Spinat oder in Salat rein. Auch. Und eben dann für den Winter die Samen dann noch. Also auf das könnte ich süchtig werden irgendwie. Ist gut, gell? Du, und da wachsen auch Haselnüsse. Die sammelt die auch immer im Herbst. Müssen wir schauen, ob sie schon reif sind. Müssen wir es aufklopfen. Und wenn die Haut eben schön braun ist, dann sind sie auch reif. Okay. Ist schon offen. Hat das dann dieses Kräutersammeln auch irgendwas mit deiner Kindheit zu tun? Also im Sinne von,
Erweckt das bei dir Kindheitserinnerungen oder wie, ja, wie ist das für dich? Weil wir schon sehr viel also, auf der Alm auch immer gesammelt haben, mhm, mit meinen Eltern. Das ist so eine Schatzsuche, oder? Genau, ja, weil da geht man und dann sieht man das und das und das findet man. Und ja, ja. Das ist wirklich lustig und schön. Ja. Du, ich gehe jetzt noch über den Falkenstein drüber und ihr werdet jetzt ein bisschen die Augen offen halten, vielleicht entdecke ich noch ein paar Schätze. Genau, das erzählst du mir dann. Ja, sehr gut. Für mich geht es jetzt weiter über den Falkenstein bis nach Ried. Und das Gute da ist, dass die steilsten Stücke tatsächlich jetzt gerade im Schatten sind. Der Weg über den Falkenstein ist übrigens auch ein historischer Pilgerweg. Und zwar stehen deshalb auch so Kreuze am Wegesrand. Und es ist ja der einzige Weg, der wirklich den See entlang geht. Das heißt, man muss da eigentlich über den Berg. Auch wenn man nur eine Stunde lang geht, überwindet man etwa 300 Höhenmeter. Radfahren ist hier prinzipiell verboten. Aber auch die Steilheit des Weges lädt eher zum Schieben ein. Zum Glück gibt's am Wegesrand immer wieder eine kleine Abkühlung. So, eine kleine Erfrischung ist jetzt genau das Richtige. Da das ein Pilgerweg ist, gibt es nicht nur einige Kapellen und Wegeskreuze, sondern auch ein paar Bräuche. Zum Beispiel da, das ist so ein Steinhaufen und da legt eigentlich jeder Pilger einen Stein dazu. Das mache ich natürlich auch. Diesen Brocken habe ich zugegebenerweise nicht bis hier nach oben getragen, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Rund um die Kapelle haben sich hier schon einige Steine angesammelt. Solche Bergmandeln sind auch häufig auf Berggipfeln zu finden. Da sieht man jetzt schon richtig schön den Wolfgangsee. Ja, ein Blick nach hinten lohnt sich fast immer. Und der nach vorne sowieso. So, ich bin jetzt angekommen bei der Falkensteinkirche. Und das ist ein richtig idyllisches Platzerl. Und das Beste ist, man darf auch die Glocken läuten. Rund um diesen Platz hier gibt es zahlreiche Mythen und Sagen. Die Kapelle hier im Falkenstein wurde 1350 das erste Mal urkundlich erwähnt. Die heutige Kirche steht hier seit 1626. Sie ist direkt in den Fels gebaut. Im Inneren befindet sich auch eine kleine Einsiedelei, also eine kleine Höhle, in die sich Einsiedler zurückziehen konnten. Gleich nach der Falkensteinkapelle kommt eine kleine Quelle und die soll auf wundersame Weise entstanden sein. Und das Wasser soll zusätzlich eine Heilwirkung haben und zwar besonders für die Augen. Darum wäscht man sich mit dem Wasser hier als echter Pilger auch die Augen. Von der Quelle geht es dann für mich über die letzte Anhöhe wieder runter ans Wasser. Ich fahre jetzt mit dem Schiff wieder retour nach St. Gilgen. Und die Haltestelle da in Ried ist zwar nicht die größte der Wolfgangsee-Schifffahrt, aber eine der allernettesten. Da hinter mir sieht man schon die Falkensteinwand, über die bin ich ja heute drüber gewandert. Und ich lasse mir jetzt noch ein bisschen den frischen Fahrtwind um die Nase wehen.